Magnifizenz, meine Damen und Herren, herzlich danke ich Ihnen für die Einladung, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Als ich damals zwar nicht in Essen, sondern in Gelsenkirchen wohnte, aber das war ein sehr schöner Aufenthalt in einer schwierigen Zeit, in einer weithin zerstörten Stadt und mit einer ungemein aufnahmebereiten Bevölkerung. Ich habe dort jahrelang als Untermieter bei einer Steigerswitwe gewohnt und werde meine Verbundenheit, aber auch meine Dankbarkeit mit der Aufnahmebereitschaft der Menschen wie auch mit ihrem Aufbauwillen, das waren also so die Jahre 1949 bis 1952, nicht vergessen. Und deswegen komme ich sehr gerne hier wieder zurück, ohne mir dessen bewusst zu sein, dass man damals im Jahr 1952 in Essen schon eine Rede mit den Worten Magnifizenz eröffnen durfte. Ich freue mich also auch auf diese weitere Entwicklung, die sich hier vollzogen hat, und erlaube mir nun, Ihnen hierzu meine Gedanken zum heutigen Thema vorzutragen. Also, eine Universität dient bekanntlich der Forschung und Lehre. Für mich ist es eine hohe Ehre, zu einer solchen Vorlesung eingeladen zu werden, denn meine eigenen universitären Qualifikationen sind äußerst bescheiden. Mein Thema ist die Politik. Ich habe sie weder erforscht noch gelehrt, sondern nur miterlebt und zum Teil praktiziert. Auch verfolge ich sie weiterhin mit angehaltenem, aber nicht mit wissenschaftlichem Atem. Politische Wissenschaften werden in unseren westlichen Hemisphären mit sehr beachtlichen Unterschieden betrieben. Unsere deutsche Tradition und weithin auch noch Gegenwart sind in hohem Maß der Systematik verpflichtet. Über die Entwicklung der politischen Theorien, der Konstruktionen, der Verfassungen, der Modelle ergeben sich für uns hochinteressante Einsichten. Es wird nicht herumpolitisiert. In den angelsächsischen Ländern tritt neben die Theorie ein hohes Maß an konkreter Analyse aktueller politischer Entwicklungen hinzu. In diesem Zusammenhang begegnen uns vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika lebhaft begangene Brücken zwischen Wissenschaft und Politik. Wir alle kennen eine Reihe von bedeutenden, aktiven Politikern, die als Wissenschaftler begonnen haben, dort ihren Namen gemacht haben und nach ihren Ausflügen in die Praxis an ihre universitäre Arbeit zurückgekehrt sind. Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski und viele andere dienen dafür als Beispiele. Mir stehen keine Vorschläge zur Weiterentwicklung der politischen Wissenschaft an unseren Hochschulen zu. Dennoch erscheint mir ein wachsendes Maß an Analyse und Beratung der konkreten Politik durch Wissenschaftler kein zu großes Wagnis, sondern ein Gewinn. Über die bei uns aktiv arbeitenden wissenschaftlichen Beratungsgremien, vor allem im wirtschafts- und sozialpolitischen Bereich hinaus, halte ich zum Beispiel die in Berlin ansässige Stiftung Wissenschaft und Politik für einen notwendigen Beitrag. Die amerikanische Praxis einer ganz üblichen Offenheit vom Wechsel aus Wissenschaft und Wirtschaft in politische Ämter und wieder zurück erwähne ich nur nicht ohne Neid, aber ohne große Hoffnungen, dass wir uns in unserer Gesellschaft bald zu einer solchen, wie ich finde, doch letzten Endes hilfreichen, größeren Flexibilität untereinander durchringen mögen. Meinerseits aber nun werde ich weniger systematisieren gemäß der Universitätstradition und dafür mehr herumpolitisieren,
mehr als üblich und bitte dafür um Ihre Nachsicht. In der Politik selbst bin ich einer der wenigen Spät- und Seiteneinsteiger. Mein Zugang führte mich stets über den engen Zusammenhang zwischen Geschichte und Politik. Sie haben es erwähnt. Und daran will ich mich auch bei meinem heutigen Thema halten. Ist Europa auf dem Weg zu einer politischen Union? Ich maße mir natürlich nicht an, zu gegenwärtigen konkreten politischen Streitfragen nun meinerseits ständig Partei zu ergreifen. Vielmehr will ich die Lage der EU schildern, so wie sie sich zeitgeschichtlich entwickelt hat und heute in ihrer Tagesordnung vor uns steht. Also ein noch einmal weiter Rückblick. Wir haben ja die historische Entwicklung der europäischen Nationen vor Augen. Von Land zu Land verliefen sie ganz unterschiedlich. Seit dem 16. Jahrhundert hatte sich der konfessionelle Konflikt mit der für uns Deutschen stets besonders prekären kontinentalen Mittellage in Europa in Bezug auf eine Nationenbildung verhängnisvoll verbunden. Mit seinen grauenhaften Zerstörungen warf der Dreißigjährige Krieg die Mitte Europas fast uneinholbar zurück. Großbritannien und Frankreich konnten sich als Nationen mit einem Vorsprung von über 100 Jahren gegenüber uns Deutschen heranbilden. Nach dem ersten Versuch, Europa mit Gewalt zu einigen, den Napoleon unternommen hatte, folgte eine neu angestrebte Gleichgewichtsordnung des Wiener Kongresses und mit ihr zunächst eine Friedensperiode mehrerer Jahrzehnte. Dann vereinigte sich Italien. Am Ende des Konfliktes zwischen Habsburg und Preußen entstand die deutsche Nation als sogenannte kleindeutsche Lösung. Wir waren die Letzten in Europa. Bismarck schuf für uns einen ausgewogenen Platz neben den anderen europäischen Mächten, angesichts der prekären Mittellage stets auf Mäßigung und auf Ausgleich bedacht. Aber seine Nachfolger waren seinem System nicht gewachsen. Allgemein in Europa heizten sich nationale Gefühle immer mehr auf. Das Bild des eigenen Landes wurde überhöht, das Bild der Nachbarn herabgesetzt. Zweifellos war Deutschland nicht Urheber, sondern quasi nur verspäteter Teilhaber dieses verhängnisvollen Nationalismus. Doch als nun auch die Deutschen mit wachsender Stärke quasi als Letzte unter den großen Europäern in die Welt ausgreifen wollten, zur See und in die Kolonien, da brachten sie ein großes Bündnis gegen sich zusammen. Der Erste Weltkrieg brach aus, die europäische Urkatastrophe, wie George Kennan sie genannt hat. An seinem Ende war Deutschland besiegt. Der Kriegserfolg der siegreichen Nachbarn stärkte deren nationales Bewusstsein nachhaltig. Versailles aber und die anderen Pariser Vorortverträge brachten nichts weniger zustande als einen Frieden in Europa. Jugoslawien und die Tschechoslowakei waren hinzugetreten. Frankreich und die kleine Entente gaben den Ton an. Amerika hatte zwar den Völkerbund begründet, sich aber alsbald selbst wieder in die Isolation zurückgezogen. Das deutsche Nationalgefühl empfand sich als gedemütigt. Es musste unter schweren Schuldlasten neu beginnen. Der Übergang vom Kaiserreich zur Republik litt darunter, dass die Zahl und Kraft der aktiven Demokratie, Demokraten viel zu lange, viel zu schwach blieb. Dann trat die Weltwirtschaftskrise mit schwerer sozialer und wirtschaftlicher Not hinzu. Hitler kam an die Macht. Er eröffnete den Zweiten Weltkrieg mit der halben Welt, mit Völkermord und dem grauenhaften Holocaust im deutschen Namen. Was bedeutete am Ende des Zweiten Weltkrieges das Wort Deutsch?
Was war Europa? Einen Friedensvertrag gab es nicht. Deutschland und Österreich wurden in verschiedene Besatzungszonen aufgestückelt. In der New York Times wurde 3 Tage nach der Kapitulation in einem Artikel mitgeteilt, auf Berlin warte jetzt das Schicksal Karthagos. Künftige Generationen sollten den Platz nicht mehr finden können, von dem das ganze Grauen des Zweiten Weltkrieges mit seinen Verbrechen ausgegangen war. Vor allem aber hatten sich die beiden Großmächte, Amerika und die Sowjetunion, im Februar 1945 in Jalta darauf verständigt, den ganzen Kontinent durch eine Nord-Süd-Demarkationslinie zwischen Ost und West aufzuteilen. Europa hatte jetzt, wie es schien, nur noch die Funktion einer Pufferzone zwischen den beiden globalen Mächten. Aber selbst ein solches Europa musste ja erst geschaffen werden. Als erster meldete sich dazu Winston Churchill mit Nachdruck zu Wort. Er rief dazu auf, die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen. Das war sehr mutig. Dennoch bedurfte es verschiedener Klärungen. Zunächst klang das ja so, als ob Europa das Ziel ansteuern sollte, nach dem amerikanischen Vorbild ein Staat zu werden, eine veritable Nation, wie es die USA ja sind. Das konnte nicht gemeint sein und wird unter den zahlreichen europäischen Nationen mit ihrer eigenständigen, vielfach tausendjährigen Geschichte auch unerreichbar bleiben. Die nächste Klarstellung ergab sich aus der zwar nicht so ausgesprochenen, nichtsdestoweniger aber unübersehbaren britischen Unterscheidung zwischen dem Inselreich und dem Kontinent. Dieser war das, was mit Europa gemeint war. Es ist ja noch heute so, dass wenn wir Kontinentaleuropäer nach Großbritannien reisen und dort von irgendwelchen unseren Problemen bei uns sprechen und die Briten um ihren Rat bitten, dann antworten sie nur, there is fog on the channel, the continent is isolated. In London ebenso wie in Paris setzten nun zunächst ganz eigenständige Planungen ein. Beide suchten nach Wegen, als eigene Nation wieder einen weltpolitischen Einfluss zu gewinnen, da sie ja keine Weltmacht mehr waren am Ende des Krieges. Das Vereinigte Königreich ging primär den Weg, seine sogenannten Special Relations mit der veritablen Großmacht auszubauen, also mit Amerika. Dabei ist es bis in die Gegenwart geblieben. Immer wieder bedingungslos und damit zugleich nicht selten auch einflusslos, bis tief in den Vorraum des Irakkrieges hinein. Das, was den Briten in Washington wirklich Einfluss verschaffen könnte, wäre ihr unbezweifelbares und mitführendes Engagement in Europa. Diese Einsicht ist in Großbritannien noch immer nicht populär, dennoch beginnt sie, wie ich glaube und hoffe, zu dämmern. Frankreich ging ganz andere Wege. De Gaulle wollte ein Europa schaffen, welches der Nation Frankreich wieder neuen Welteinfluss verschaffen sollte. Seine Abneigung gegen die angelsächsischen Mächte war ausgeprägt, denn sie hatten ihn und sein Land in den zentralen Kreis der wahren Weltkriegssieger nicht ausreichend einbezogen. Daher sagte er den Briten ab. Er wollte allein mit Deutschland und den anderen Gründungsmitgliedern ohne London europäische Weltpolitik neu aufbauen. Im freien Teil Deutschlands herrschte tiefe Erleichterung über die Partnerschaft im kontinentalen Westeuropa. Es gab keine andere und keine bessere Lösung, um international wieder aufgenommen zu werden